Herzlich willkommen bei WOMO B1 in Mülheim an der Ruhr. Wir haben hier eine Sport Edition von Challenger. Sehr, sehr schickes Fahrzeug von der Optik. Mit dem neuen Logo 25er Modell, mit der Stopptaste. Und das Leben beginnt. Keine Arbeit mehr. Ja, nur noch wohnen, nur noch Spaß haben. Ja, von außen in Grau gehalten, sehr, sehr schön. Wir haben hier die Serviceklappe gleich. Der Wasserablasshahn. Hier könnt ihr den Wassertank reinigen und hier könnt ihr Wasser auffüllen. So, auf der linken Seite seht ihr die ganzen Sicherungen. Daneben habt ihr den Landstromanschluss und hier wird die Kassette vom WC entnommen und entleert. Wir haben hier einen Außenduschenanschluss. Ja, alles auf einer Seite. Der Truma Boiler. Und hier haben wir gleich mal Zugang zu der Heckgarage. Wenn ihr von der Seite was entnehmen wollt, von der anderen Seite gibt es eine größere Klappe. Gehen wir jetzt mal rum. So, wieder sehr, sehr schicke Heckleuchten, finde ich richtig sportlich. Drittes Bremslicht, das Logo hier. Hier könnt ihr übrigens noch einen Fahrradträger montieren lassen. Wer seine Räder nicht in die Heckgarage stellen möchte, wer den Platz für was anderes braucht. Und dann gucken wir in die Heckgarage. Oh, hier ist es aber sehr laut an der B1. Aber es ist ja auch die Wohnmobilmeile. Also wer hierher kommt, hier gibt es so viele Wohnmobile auf dieser Straße. Das ist der Wahnsinn, wo wir angekommen sind. In jeder Ecke und einer größer als der andere, ein Händler. Und hier finden wir das immer wieder gemütlich. Hier werden wir auch gut betreut. Macht hier Spaß. Ja, ich messe euch mal die Heckgarage aus. Wir haben hier eine Breite von fast 1 Meter, also 97,5 und eine Länge von 1,96 und eine Höhe von immerhin 1,03 Meter. Ja, da seht ihr die Duscharmatur. Fahrzeuge sind hier gerade angekommen, die 25er Modelle. Es sind auch noch keine Batterien angeschlossen. Wie gesagt, die wurden nur einmal kurz übergewaschen, hingestellt und jetzt werden sie nach und nach fertig gemacht. Wir sehen hier überall Rahmenfenster und wir haben hier noch einen Außengasanschluss. Eine Gasaußensteckdose. Da haben wir Platz für die Gasflasche. Eine Markise haben wir hier. Ich würde sagen, wir gehen einmal mal rein, dann wird es ein bisschen ruhiger und angenehmer. So, und wer hierzu eine günstige Alternative sucht, der wird auf der Seite fündig. Hier haben wir einen Alkoven für 5 Personen für 58.000 Euro. Wir können ganz, ganz kurz noch mal einen Blick reinwerfen. Für 5 Personen, Wahnsinn, da haben wir oben das Alkoven. Oder den Alkoven. Hier unten kann, glaube ich, auch noch jemand schlafen. Und da hinten sind noch mal 2 Schlafplätze. Hier auch Möglichkeit mit einer schönen großen Dusche. Ja, ich finde auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Eine gute Alternative zu dem eben gezeigten Fahrzeug. Und jetzt gehen wir wieder zum anderen Fahrzeug. So, den Tisch machen wir mal ein bisschen rüber. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Ich würde sagen, ich erzähle euch mal den Preis jetzt von dieser Sport Edition S215 von Challenger. Wir haben hier einen Gesamtpreis von 70.795 Euro.
einen Basispreis von 68.990 Euro. Dann kommt Fracht und Papiere dazu. Und alles andere an Zubehör ist hier inklusive an den Paketen. Das Connect-Paket, das Zubehörpaket, das Safety-Paket und die Automatik von Ford. Ich finde das sowas von geil. Schaut euch mal schön die schöne Armatur an und den Automatikwählhebel. Wir haben vorne auch Verdunkelung. Ja, auch an den Seiten gibt es Verdunkelung. So. Und ja, das ist das neue Modell von Ford. Ja, und wenn ihr die Max-Taste vom Lüfter drückt, dann kommt da so ein Luftschwall raus, was durchs ganze Fahrzeug geht. So, und dann haben wir hier nochmal einen Sitzplatz. Hier unten ist ein ganz klein wenig Stauraum. Von außen ist ja der Gaskasten. Wir haben hier einen Lichtschalter. Ja, leider Batterie noch nicht angeklemmt. Fahrzeuge sind gerade angekommen. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose, eine 12 Volt Kfz Steckdose und hier ganz viele Ablagen. Hier geht es weiter. 12 Volt USB-C, USB-A haben wir hier dann noch und dann haben wir noch vorne ein Aufstelldach, was ihr dann öffnen könnt. Will ich jetzt nicht machen, weil es regnet gerade. So, hier eine große Leuchte, dann hier noch ein Heki. Sehr schön. Und ganz große Oberschränke. Da passt ordentlich was rein. Ja, ihr könnt hier die Zeitung reinpacken. Sieht so ein bisschen aus wie früher. Aber ihr könnt da alles Mögliche reinlegen. Euer Handy oder sonst was. So, und dann sind wir im Küchenbereich. Hier haben wir eine Schnippelfläche, einen schönen Wasserhahn haben wir hier. Eine schöne große Abwäsche. Und dann haben wir hier einen Zweiflämmer mit ordentlich viel Platz. Und einen großen Kühlschrank. Das ist ein Absorberkühlschrank hier. Könnt ihr sehen, entweder auf Batterie, auf Gas oder auf Landstrom. Ja, und hier unten haben wir noch einen Auszug. Und nochmal Staumöglichkeiten für Töpfe oder Teller. Wir haben hier wiederum eine USB-C, USB-A und 230 Volt Steckdose. So, und jetzt wird es gemütlich. Jetzt geht es ab ins Queensbett. Ja, hier oben fehlt ein bisschen Platz, aber dafür hat man unten mehr Stauraum. So, und hier haben wir dann einen schönen Kleiderschrank. Hier Staumöglichkeiten. Ja, finde ich auch schön hier, wie der Vorhang dahinter integriert ist. So, wir gucken mal auf der anderen Seite. Hier ist das Fenster. Hier gibt es noch einen Vorhang wahrscheinlich. Ah ja, der wird komplett hier einmal zugezogen. Bis hierhin. So, und hier unterm Bett haben wir dann auch nochmal Staumöglichkeiten. Oh ja, das sieht gut aus. Richtig viel Platz. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das Bett angehoben kriegen. Ja. Da gibt es auch nochmal ordentlich Stauraum. Ah, da kommt man von der Seite auch ran. Schaut mal, entweder von oben, wir können auch so öffnen, beides öffnen, kommt man schön ran an den Kleiderschrank. Hinten gibt es noch mal ein kleines Geheimfach. Sehr schön. Und da seht ihr, damit eine Zirkulation gibt, ist da an der Wand, sind da so eine Profile angebracht. Dann kann die Luft auch immer zirkulieren. Ja, und da oben gibt es auch noch mal einen Oberschrank mit den Regalen an den Seiten. Da gibt es auch wieder die Möglichkeit, sein Handy, seine Brille abzulegen da oben. Ja, mit Heki ist doch recht geräumig in dem Fahrzeug hier. Und wir haben hier noch mal ein schönes Bad. Also als erstes, so kann man auf Toilette gehen. Kann ich mal zuziehen. Ja,
kann man gut sitzen. Ansonsten, wenn man duschen möchte, dann schwenkt man das Bad einfach hinüber und hat eine große Duschkabine. Also ich bin ja nun auch nicht der Schlankste, aber ihr merkt, ich habe ordentlich Platz. Ich bin 1,80. Wir haben oben einen Heki noch. Und wenn ich älter werde, kann ich mich sogar hinsetzen. Ja, schwenkt mal wieder zurück. Waschbecken habt ihr schon gesehen, aber wir haben hier noch einen Badschrank. Von innen hatte ich es ja mal gezeigt. So sieht es denn aus. Und das kann man hier auch sichern noch während der Fahrt mit einem Klettverschluss. Haben wir hier die Lichtschalter. Ja, sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ich möchte jetzt gar nicht mehr raus. Außen regnet es außerdem, weil hier drin ist es schön gemütlich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weitere Videos von dem Kanal anschauen wollt, abonniert den Kanal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.